Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren und neuen Episode von Let's Play Dragonest. So, und ihr hört es im Hintergrund, ich habe ja andere Background-Musik mal eingespielt. Ja, ich denke nach 350 Folgen, oder weiß gar nicht, welche Folge wir jetzt sind im Allgemeinen, aber knapp 350 Folgen. Möchte es halt auch mal sein, dass wir halt da mal eine kleine Veränderung mal mit reinbringen. Und die Veränderung ist halt ganz einfach die, dass wir halt mal zumindest mal eine andere Musik im Hintergrund haben. So. Okay, es ist jetzt folgendermaßen so, dass ich mir jetzt für die nächsten zwei Folgen werden, ich mir da noch nicht so die richtigen Themen rausgesucht habe. Ich allerdings dann, ja, in Zukunft auch mir mehr oder weniger hier für Dragonest ja Themenfolgen sozusagen raussuchen werde. Ihr könnt mir gerne ganz gerne auch mal ein paar in die Kommentare schreiben, über was ich denn so für Themen so im Allgemeinen mal reden kann. Und ich denke, damit werden wir erstmal so weiterverfahren. Weil die Sache ist halt einfach die, na, und das muss man halt jetzt mittlerweile so an der Stelle halt schon mal sagen. Dorf der Islas, das war ja wieder das Zeugs hier. Braucht man nicht. Meteor gerade Zentrum hätten wir die Gildenaufgabe. Tempelruinen, königliches Schloss. Smiths alte Zeiten hätten wir da. Aber ich denke, wenn, dann wären wir erstmal im königlichen Schloss. Achso, oh, dann müsste ich hier nochmal mit jemandem reden. Oh, das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zurück. So. Ja, und wie gesagt, es wird dann halt auf jeden Fall Themenfolgen geben und ja, wie soll man sagen, es ist halt so, dass wir jetzt halt an einem Punkt bei Dragonest angekommen sind, wo es halt, doch relativ langsam halt vorangeht oder beziehungsweise halt langsamer, wie es eigentlich vielleicht auch sein sollte. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwie, da ist ein Warp. So, Warp benutzen zum königlichen Schloss, zack. Okay, so, gehen wir mal rein. Und ja. So, Plufftier hat Haustierzubehör. Gedenkhut der Zweijahresfeier. Dann herzlichen Glückwunsch. It is our good fortune to have you around here. Okay, so. Mal wieder raus. Ich weiß jetzt gar nicht, was er mir da für eine Quest gegeben hat, aber sehen wir ja gleich. Smiths alte Zeit. So, ja, wobei, das steht ja, glaube ich, hier rechts. Ne, steht nicht mal rechts, wo ich es mir reingenommen habe. Ja, irgendwas mit Schattenreich oder Tempelruinen. Tempelruinen bestimmt hier Geld ausgeben oder Nest des Erzbischofs. Ja, man muss schon sagen, dass wir haben einfach keine Questen mehr, ne? Muss man ja auch so sagen. Wir können hier eine Verdammnis One machen bei Dorf der Islas. Ja, ist natürlich nicht ganz so geil. Weiß ja auch jetzt noch gar nicht, was ich da jetzt direkt machen soll. Oh, hi. Achso, das waren die zwei Dinger hier, Brad und Angelina. Hallöchen, ich bin Angelina. So, gut. So, was machen wir jetzt eigentlich? es ist so schwierig gerade, Leute. Ja, schwer und go. Ja, wir müssen halt wirklich erstmal auf 55 kommen, dann hätten wir wahrscheinlich wieder ein paar neue Questen und den ganzen Schissel, der noch mit darum herum ist. Wahrscheinlich könnte ich vielleicht nochmal. Ja, warte mal, ich mach das gleich mal danach noch ein bisschen, die Kampfeffekte zumindest noch ein bisschen leiser stellen. So, go. Zack. Und bam! Jo, wunderbar. So, ich muss aber trotzdem nochmal gleich nochmal schauen. Hier oben ist noch welche. Da muss ich trotzdem noch hin.
Bam. Ja, wie gesagt, also auf schwer absolut kein Problem, die ganzen Ones, ne? Aber wenn es dann schon eine Stufe höher geht. Eieiei. Da ist dann schon wieder Not am Mann. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, jetzt habe ich kurz einen Moment, oder? Nein, eins noch. Jetzt aber. So, ich guck mal, dass ich vielleicht nochmal die, warte mal, Ton war das gewesen, dass ich hier das vielleicht nochmal allgemein nochmal ein bisschen runter stelle. Das Ganze so. Okay. So. Gesamtlautstärke ist in Ordnung soweit. Habe jetzt nur nochmal eine kleine Feinjustierung angenommen. Also wie gesagt, das, was ich auf den Kopfhörern grundsätzlich höre, ne, das hört ihr letztlich ja auch. Ich kann das dann auf jeden Fall noch ein bisschen in meinem Videoschneideprogramm immer noch ein bisschen einstellen. Aber im Grunde genommen ist es so, das, was ich halt auf die Ohren bekomme, bekommt ihr eigentlich auch so vom Verhältnis her. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie soll ich sagen, jetzt habe ich den Slow hier drauf. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel überhelfenmäßig laut Musik zum Beispiel höre, zum Beispiel, dann nimmt er auch natürlich ja vom Verhältnis her die Musik einfach extrem laut auf. Und ja, wie gesagt, ihr müsstet jetzt. Oh, was haben wir hier? Geschenktruhe. Du bist nur 2 Jahre alt? Dann habe ich das Spiel ja gar nicht. Keine Ahnung, also wie soll ich sagen, also bei 2 Jahren, da spiele ich das Spiel ja so fast seit Release sozusagen, krass. Bam, okay. Geht's hier schon weiter? Ja, geht weiter. Okay, wir können aber trotzdem mal die Geschenktruhe noch aufmachen. Gucken wir mal, vielleicht ist ja was Schönes drin. War ich schon ein Patch drauf gewesen? Achso, ja, okay, gut, sowas ist dann, naja. Feuerwerkszeugs. Naja, also halt irgendwelches Zeug halt. Das werden wir eh nicht brauchen. Also für sowas wäre es vielleicht nicht schlecht, ne? Aber ich weiß jetzt nicht. Gut, man kann sich natürlich immer ins Inventar reinlegen, ne? Aber na, ich sag mal so, gerade beim. Oh, ich bin gerade schnell. Ich hätte, glaube ich, noch eine Quest außen gehabt, ne? Ja, ja, die habe ich, glaube ich, nicht angenommen für die Tempelruinen. Ja, egal. Egal! Eh nur 2% oder sowas in die Richtung. Ne, ich hätte jetzt wahrscheinlich noch an dem Board, hätte ich wahrscheinlich noch eine Quest annehmen können. Aber das habe ich jetzt mal auf jeden Fall mal vergessen. Leider. Ja, aber kann man halt nicht ändern. Passiert halt manchmal. So, okay. Machen wir hier nochmal was. Dann hier. Und go. So. Gehen wir mal durch. Und da sind wir durch. Okay. Yo, so, Mr. Boss. Bam. Und zack. Und hier noch ein Hieb. Naja, Tintenfisch. Okay. Hat irgendwas noch da reinbekommen gehabt eigentlich? Na naja, okay. Gut, ja, S1, ja. Schön. Ist ja wirklich toll, ne? Ist ja toll. So, 2 Questen können wir jetzt abgeben noch. Dann haben wir zumindest vielleicht 75% oder sowas in dem Dreh. Naja, ein paar Folgen werden wir noch gebrauchen. Ich meine, wir haben ja wirklich gar nichts mehr, ne? Das ist ja das zweite Problem. Wir können eigentlich auch direkt in die Stadt, weil wir hatten ja nichts an dem
Sport angenommen. Eigentlich kommen wir auch immer in die Stadt, ne? Keine Ahnung, wir können die Questen ja dann immer vorher noch abgeben. Müssen wir das halt nur merken. So, da hat man hier was. So richtig gute Laune Musik, muss ich sagen. Alles nur für euch. So, gehen wir hier lang. La 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 la. Nee, das war falsch. Etwas falsch. Ja, hier lang. So. Wow, denn da ist der Schmied. Oh, der hat wieder eine neue Quest für mich. Erkunde den Meteor gerade. Okay. So. Ja, Hafenanlage von der Riverwarden, ist ja klar. Logan. Haben ja keine großartige Auswahlmöglichkeit. Ja, da fehlen uns halt wahrscheinlich noch ein paar Level. Aber nutzt halt erstmal nichts. So, wir können ja direkt erstmal hier nochmal anschauen, vielleicht. Weiß nicht, hier. Naja, gut. Ja, wahrscheinlich Meteor gerade Zentrum, oder? Arbeit. Okay. Gut. Ja, ich beende hier schon mal die Folge. Ist etwas kürzer, beziehungsweise ich will dann halt auch nicht unbedingt dann im Dungeon direkt cutten. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bedanke mich fürs Einschalten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.